Die ukrainische Neptun-Schiffsabwehrrakete hat in diesem Monat für viel Schlagzeilen gesorgt. Wie sich herausstellte, hatte die Rakete zum Zeitpunkt der Invasion der russischen Armee im Jahr 2022 noch nicht alle Tests bestanden. Deshalb testete die ukrainische Marine die Rakete an echten Zielen. Mit einer solchen Aussage wurde der Kommandeur der ukrainischen Marine Oleksiy Naitschpapa gemacht. Vizeadmiral behauptet, dass wegen der Invasion der Russischen Föderation Rakete Neptun auf reale Ziele getestet werden musste. Das erste Ziel war die Fregatte Admiral Essen. Das Schiff war mit elektronischen Kampfführungssystemen ausgestattet, die effektiv funktionierten und die Raketen daran hinderten, genau zu treffen. Dennoch wurde das Schiff beschädigt. Die russische Marineführung glaubte nicht, dass die Ukraine über leistungsfähige Waffen verfügen könnte und verstärkte die Verteidigungsanlagen der Flotte nicht. Die Folge war, dass zwei Neptun-Raketen den Kreuzer Moskwa auf den Grund des Schwarzen Meeres schickten. Das 750 Millionen Dollar teure Schiff war das Flaggschiff der Schwarzmeerflotte der Russischen Föderation. Es wurde am 13. April 2022 von Raketen getroffen und zwei Tage später wurde der Verlust des Kreuzers vom russischen Verteidigungsministerium offiziell bestätigt. Zwei Tage lang behauptete Russland, das Schiff sei in Ordnung. Die Originalversion der Neptun-Schiffsabwehrrakete hat einen 150 Kilogramm schweren Sprengkopf und eine Startreichweite von 280 Kilometern.